Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Das freie Eis jetzt. Tor! Ja, das ging jetzt sehr schnell. Die Lions nicht nah genug am Gegner dran. 23. Spielminute. Hat Zehnder die Scheibe noch abgelenkt. Also schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Hughes hat sich einmal mehr in die Offensive eingeschaltet. Dann Senteler mit dem Zuspiel und Zehnder. Der befördert die Scheibe mit dem Schlittschuh ins Tor. So sehe ich das zumindest. Aber da war keine Kickbewegung und deshalb auch ein gutes Tor. Einmal mehr Christian Hughes mit seinem Offensivdrang hat hier für Malgi. Noro, Andrighetto, Tor! Spielminute, die ZSC Lions schlagen zurück. Erneut treffen sie im Powerplay. Ja, und die Scheibe läuft da so präzise, so schnell und der Abschluss, der ist dann so platziert. Erstmal dieser Seitenwechsel von Andrighetto, ganz große Klasse. Dann geht Stadler zurück ins Zentrum. Und dann ist eben kein Spieler mehr dort draußen bei Andrighetto und auch Cennoni kommt hier ein paar Zehntelsekunden zu spät, kann die Scheibe zwar noch berühren, aber nicht ablenken oder ganz halten. Hollenstein, immer noch Hollenstein, wird dann vom Kreis zur Seite gedrängt. Malgin mit dem 2:1. Siebenundfünfzigste Spielminute, die Scheibe kommt irgendwie zu Dennis Malgin. Und der schießt seine Mannschaft erstmals heute Abend in Führung. Und ich glaube, es war Timo Helbling, der gesagt hat, dass die Tore, die Zukas jetzt dann irgendwie so zustande kommen, wie eben dieses Tor. Hollenstein wird noch zur Seite abgedrängt. Und dann kommt die Scheibe irgendwie zu Malgin. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Ja, Hollenstein, der versucht es einfach mal mit diesem Rückpass und es war haargenau die richtige Entscheidung. Drei Zuger in diesen Kampf im Slot involviert und Suri ist dermaßen gefrustet, dass sie hier die Übersicht verloren haben und Dennis Malgin krönt seine starke Leistung heute Abend mit dem 2:1 für die Lions.